Damen, meine Herren, Sie wissen, dieses Treffen ist geheim. Alles, was in diesem Raum besprochen wird, darf nicht nach außen gelangen. Diese Angelegenheit ist top secret. Vor wenigen Tagen wurde der Generaldirektor der CIA und sein Stellvertreter tot aufgefunden. Wir gehen von einem Anschlag aus. Sie wissen, innerhalb der nächsten 24 Stunden wird der neue Direktor bekannt gegeben. Für unser Projekt wird es allerdings wichtig sein, zu erfahren, ob er aus unseren eigenen Reihen stammt oder nicht. Aber wie sollen wir das rausfinden, ohne die eigene Identität aufzudecken? Richtig. Sie können nicht von uns verlangen, dass wir unsere Tarnung aufgeben. Aber wir haben nur einen Zeitfenster von 6 Stunden. Sie müssen uns den Lösungsverständnis. Entschuldigung? Vielleicht hätte ich da eine Lösung. Es ist eigentlich ganz einfach. Wir spielen Karten. Also wirklich, ich bin nicht da, um Karten zu spielen. Sir, bei allem Respekt. Ich würde gerne hören, was er zu sagen hat. Jeder von uns bekommt einen speziellen Satz Karten. Auf jede Karte ist ein Wert aufgedruckt. Entweder 0, 1 oder minus 1. Jetzt wählt jeder so viele Karten aus, wie die Anzahl der Personen, die am Tisch sitzen. Dabei ist die Summe aller ausgewählten Karten wichtig. Also, was herauskommt, wenn man alle Zahlen auf den ausgewählten Karten zusammenzählt? Derjenige... Oder diejenige. Die zum Direktor gewählt wurde? Wählt die Karten so, dass die Summe 1 ergibt. Wer nicht zum Direktor gewählt worden ist, wählt Karten, die als Gesamtsumme 0 ergeben. Natürlich darf niemand anderes sehen, welche Karten man ausgewählt hat. Damit haben wir doch nur in die Karten kodiert, ob wir der neue Direktor sind oder nicht. Aber wenn wir niemanden unsere Karten zeigen dürfen, bringt das doch nichts. Richtig. Die Information über den Direktorposten steckt in den Karten. Aber jetzt kann ich diese Information verteilen. Ich gebe jedem anderen am Tisch eine meiner Karten. Dann nehme ich die Karten, die ich bekommen habe, und zähle alle Zahlen zusammen. Jeder sagt jetzt, welche Zahl er hat, und so wissen wir, ob einer von uns der neue Direktor ist oder nicht. Mir gefällt Ihr Gespür für Zahlen, mein Lieber. Einverstanden. Lassen Sie uns so vorgehen. Minus 1. Eins. Teilnehmer bei der Konferenz anwesend, so können Sie mit etwas Probieren eine Verteilung der Karten überlegen, bei der der CIA-Direktor einem weiteren Teilnehmer bekannt wird. Das Problem wird so gelöst, dass man Modulo 2 rechnet, also nur zwischen geraden und ungeraden Zahlen unterscheidet.
Dies ist eine Rechenart, die in der Kryptographie sehr oft verwendet wird.